Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Atelier Rise. Bei der Agnes in the Secret Hideout. Hoffentlich klappt es diesmal. Ich glaube, wir haben ein bisschen geskippt, weil ich ein paar schon mal aufgenommen habe. Ja, doch ziemlich safe sogar. Mussten nämlich inzwischen noch irgendwie 3 Tage warten oder so. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Ah, nein, doch nicht. Ja, die ersten 20 Minuten ungefähr, glaube ich, sind es. Werden für mich nicht bleiben sein, obwohl irgendwie nur die ersten 5 aufgenommen wurden. Auf einmal werden sie nicht mehr als Fremdler und Bronze, sondern als Alchemist. Wir gern wissen, was das für eine Nummer ist. Und das ist halt so reich, wie die wahrscheinlich sind. Gerne. Diese Eponym Tower One. Von denen gibt es glaube ich 3 oder so, also ist jetzt nicht so lang. Ja, wir müssen jetzt 3 Tage warten. Stimmt, es kommt jetzt noch ein Tutorial. Ich glaube, ich hatte da sogar eine richtig. Also mit diesen Sachen, die wir im letzten Bad da gefunden haben. Ja, damit. Ist auf jeden Fall eine coole Sache. Konnte ich sogar was Gutes mitmachen. So, und now that I've got the Scaffering Synthesizer, what do I do? I don't understand the exact process, but you simply choose a catalyst material and put it in the bottle. From there, it will create a tiny world within the bottle based on what the material is or what it can do. So, if we use something really good, then you will end up with a good world. In theory, we won't know for sure unless we experiment with it. Right then, why don't we try it out? Tutorial! Gathering Synthesizer. Insert any material into the Gathering Synthesizer to create a new gathering area within the bottle. The place in the bottle is a whole other world where you can gather materials and battle monsters. You gather, what you can gather will change based on the item you put in initially. Only one world can exist per bottle, so if you want to see another one, you'll have to erase the first one. You can obtain more bottles in out in your own world, which will allow you to create more new worlds. Each time you explore a bottle with it, its count will decrease. Eventually, you won't be able to explore it anymore. You can restore the wizard count using gems.
Stimmt, da habe ich auch richtig dumme Scheiße gemacht. Also the world can you create can be given passwords that you can share with other players. Create lots of rare worlds to share with all with players all across your world. Ja. Wenn nur schon wenn ich Switch Online hätte hierfür. Limits of Gathering Surfaces has been unlocked. You can now raise the bottle level up to 200 with transfer materials. Over when the reason for selling other gathering locations, the level will be reset. Okay, auf jeden Fall das ist eine Müllwelt. Add materials oder use was. Naja, ich hab keine Ahnung, was andere so gibt. Es gibt auf jeden Fall hier so ein paar geile mit diesen goldenen Punis. Die goldenen Punis gemischt viel EP. Okay, anscheinend sind die doch keine Seltenheit, diese goldenen Monster. Ich denke, die werden voll krass und so. Das sieht gut aus. Oder? Wollen auch kommen, nehmen wir das, oder? Ja, komm, nehmen wir die hier. Aber wir werden die jetzt nicht exploren. Ja, wir werden jetzt ein paar Tage mit Pen verbringen. Oh, Mann. Ja. Morning. Oh, komm. Oh, Mann, ich bin müde. Ich werde jetzt 3 Tage durchpennen. Oh, Mann. Alter, 3 Tage straight durchgeschlafen. 72 Stunden Schlaf, man kennt's. Oh, Mann, ob Boss jetzt vielleicht den Weg hier gefunden hat. Oh, Mann. Einfach mal 72 Stunden gepennt. Das habe ich halt auch schon gesehen. Nur das, was kurz darauf kam, dann habe ich gesehen, dass die Kamera nicht mehr aufnimmt. Und das ist auch der Grund, warum er nicht wollte, dass man ja rumforscht. Rumsucht die Ruinen. Und weil die Brunnen das Glück hatten, hier das Wasser zu kaufen. Ja. Sind sie mehr oder weniger diejenigen, die hier die Macht haben.
Twin Tower One. Ah, stimmt, ich glaube, das ist jetzt richtig weird, oder? Nee. Nein, noch nicht. Ja, wie man sich denken kann, wir müssen zum Atelier zurück. Weiß schon was, ja. Das ist irgendwie jetzt mega weird, wir müssen jetzt zu bestimmten Stellen gehen, um irgendwelche Sachen zu triggern. Irgendwelche Gespräche, ich weiß noch nicht mal warum. Auf jeden Fall hier ist jetzt sogar noch was. So ein Pudi, der hier ist. Hey Monster, aren't you, you aren't supposed to be able to get in here? Well, that was true until now, but I guess just a harmless little pony. Pony! Huh? What's wrong? Are you hungry? Yeah, probably. Here you go. Let your guy eat up. Pony! Hey, don't start feeding it. We'll never leave if you do. So what's wrong with that? We can just let it starve, you know? Riser, look behind you. Ben, huh? A green pony? But what happened to the other one? Pony? Mhm. Pony? Ja, das war ein spaßiges, der Spray hat aber trotzdem gegen Ende genervt. Huh, it's back? What's up with this weird thing? Well, at least it's not attacking us. We should probably go set it free in the forest somewhere. Interesting. Okay, it's settled. We're all gonna start taking care of it together.
What are you saying? In case you forgot, this is a monster we are talking about here. So what? This monster is just a little pony. It seems tame, and I think it'll be fun. Okay, just hold on. I don't really mind, but better not get bored with it 2 seconds in. I won't, I swear. Then it's settled. You're now an official member of the Atelier. Pony! Tutorial, pony companion. Talk to the pony in order to feed it. Feeding it will increase the pony's stats and eventually it might even evolve. After feeding it several times, the pony may decide to leave. When it returns, talk to it again, you might receive something nice. Schnelles Tutorial, so wie es mir gefällt. Ja, komm. Komm, Base-Stats sind bei 20. Komm. Und dreimal bis er weggeht. Habe ich jetzt gerade im Augenwinkel gesehen. Auf jeden Fall müssen wir jetzt Boat District, Rosen District und noch irgendwo hingehen. Und danach zum Atelier zurück. Hier, Rosen District. Also ich weiß, was das soll eigentlich. Okay, Vines Residenz war das dritte. Auf der Boden District. Okay. Ich hoffe, in der Nähe ist ein Portschild. Ja, hier unten. Wo ist das? Ah, da unten. Das ist ein Portschild. Wenn wir uns jetzt zur Residenz begeben. Residential Square.
So, hallo Herr Valenz. Oder Claudia. Also weiß das ja doch, also. So, jetzt zurück zum Atelier. Stimmt, den gibt es ja auch noch, ne? Okay, wait 2 days, warum auch immer 2 Tage, na, dann gehen wir wieder 48 Stunden straight pennen, auch wenn es ein bisschen weniger sind. Ach, das zählt schon. Thank you.
So weit bin ich nebenbei noch nicht gewesen, weil ich mitten im Gespräch hier gemerkt habe, scheiße, das nimmt ja gar nicht auf. Ich kann mir schon vorstellen, weil ich mich aus Versehen schon gesehen habe. Weiß man eigentlich, warum der so ist, der Arm? Okay, Burnout Tower 2, at least 80. Frage, ist der immer noch satt? Nein, wir können ihn weiter dann. なかなかいい感じじゃない?
Oh! Er hat sich entwickelt. Hier, nimm. Hey, go somewhere. Okay, take care. Auf jeden Fall jede immer bei uns willkommen. Leila Snowd Protesting Qualität 80. Wir haben die noch Sonderwünsche. Naja, ich brauche Station, Resonance Orb. Und ich habe Alchemie Level 28. Alchemie Level 28 wollen die von mir. Haben die noch irgendwelche Sonderwünsche? Alchemie Level 28. Einfach mal 9 Level steigen. Mann, das wird ein Spaß. Die Qualität gerade hin, komplett egal. Gibt noch EP. Monster Tractor. Sind die so scheiße? Komm, Monster Tractor. Komm, gib bitte viel EP. Nur 8. Ah, Leute, das wird der Rest des Parts sein, by the way. Ich denke, ich werde dann auch für den nächsten Part hier schön grinden. Und ich denke auch Level grinden, werde ich auch. Muss ich nachschauen, was ich aufnehme auch. Bin ich irgendwie noch nicht gerettet worden, obwohl mich sogar jemand gerettet hat. Komm, und zwar nicht für die Bär genug fürs Level 20. Ja, 4. Ja, 28 bis zum nächsten. Edit Items increased by 1.
Hier sind auch Waffen und so, die würde ich gern machen. Ich habe die Materialien hierfür. Machen wir ein bisschen Luft. Wir haben hier einiges an Käfern. Diese Supplements sollten wir auch wieder machen. Hey, komm, verbomben. Komm, machen wir mal ein paar Supplements. Ich würde sagen 3 von jedem. Oder so, dass wir halt 5 von jedem haben, ne? Wir haben ja mittlerweile auch bessere Blumen und so. Sprich, wir können High-Quality-Shit machen. So, haben wir hier mal ein bisschen besser. Oh, 4 Stück auf einmal gemacht. Ne? Ja, bringt halt nur eine P. Das wird sich halt auch nicht vorbeißen. Qualität. Nee, egal was das denn, kann ich bloß das sehen nur für Alchemie. Ja, ich denke 4 Stück reichen auch von jedem. Qualität. Alter, wir haben so viel von diesen Aqua-Ore. Hier gehen wir nochmal auf Qualität. So, haben wir 4 von denen.
Ja, sorry Leute, der Rest des Parts wird so langweilig sein. Alter, ich bin echt nicht stolz drauf, aber das ist ja ein blindes Bild. Ich kann das ja nicht wirklich riechen, dass ich da genau das brauche. So, keine Ahnung, was können wir jetzt noch machen? Oh ja, wir können das machen, ja. Ich mache das jetzt, weil ich es machen will und weil ich die brauche, ja. Oh, hier so ein Bugnetz. Scheiße, ich habe gar nicht die Materialien für alles. Mir egal, dann ist das halt ein richtiger Müll, Kescher. Mir egal, es ist ein Kescher. Sonstige Stufe B, wo der übelste Müll ist. Bugnet. Endlich, wir können Insekten fangen damit. Nice, Level up. Tutorial Bugnet. The Bugnet can be equipped and used as an exploration item. Hold L and press rechter stick to switch between items for now select your Bugnet. Now press Y to swing it. Ich kann das ja noch nicht mal machen. Warum sagt ihr mir, dass ich das jetzt machen soll? Use it near a torgrass or other areas where insects are likely to hang out to collect different bugs. Also, if you swing it at the monster, you attack it, it will reduce the enemy's speed. Girlfriend tools. Egal, Kesha. Das habe ich ja in der ersten Aufnahme schon geschafft, ne? Ich muss jetzt halt... nebenbei bei diesen Goldgegnern, da kriegt man echt sehr viel EQDP. Wir sind Level 21, wir brauchen 28, oder? Ja, freue ich mich auch, was die da geraucht haben. Das, was man auf dem höheren Level machen kann, denke ich mal, es gibt mehr IP. Qualität. Jetzt wäre eigentlich auch egal, ob wir hier auf Qualität gehen oder nicht. Alter, wir gehen einfach noch mehr auf Qualität.
fast forward. Zettel, ja, ein fucking Zettel. Alter, dauert die Scheiße lang. Sollen wir uns den zweiten Hammer machen? Na komm. Einfach weil wir es können. So. So. Ja, ich würde ihn hier irgendwie ausrüsten. Irgendwie muss ich ja schnell leveln. Komm, lass mal eine zweite Fishing Rod machen. Ich kann einfach mal meine Axt verwenden als Material. Geil. Okay, wir können auch dreimal einsetzen. Komm, geht auf die 108. Bombrot ist auch Level 28. Ja, wäre es nicht besser, wenn wir den Part beenden würden? Ich glaube, das langweilt nur. Ja, doch, wäre vielleicht besser, Leute. Ich freue mich schon mal auf den nächsten Part, dann geht es endlich weiter. Mit einem höheren Chemielevel und einem höheren normalen Level. Ich glaube, wir können dann auch die Bombrot herstellen können. Also zumindest, falls wir die Materialien haben. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss. Tschüss.